Boxbreaks, Booster-Openings sind ja in aller Munde, Freunde. Ihr kennt das, Streamer, große Streamer öffnen sehr, sehr teure Displays, ziehen Vintage-Karten für die Community. Wenn man Glück hat, hat man eine richtig dicke Karte drin. Ihr kennt's, Freunde. Und ich dachte mir auch, hey, ich kaufe mal ein Display, beziehungsweise zwei Displays, die ein bisschen teurer sind. Ich habe jetzt 450 für diese zwei bezahlt und eins ist ungefähr diese 450 wert. Ich dachte mir, hey, ich habe einen super, super guten Deal und in Wirklichkeit waren die Displays dann einfach gefälscht, Freunde. Nicht, also die Booster sind gefälscht, die Karten sind gefälscht, alles ist gefälscht, bis auf, ja, es wurde halt resealed, das Ganze. Das heißt, es ist definitiv so, Freunde, in diesem Game sind sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Und im heutigen Video will ich euch zeigen, wie man das Ganze erkennen kann. Und heute um 18 Uhr sind wir bei Buddy Cards, einem zertifizierten Kartenhändler, am Start und öffnen ein sehr, sehr teures Display. Freunde, heute um 18 Uhr, Link ist unten. Wenn ihr euch über diesen Link registriert bei der Plattform, kriegt ihr nochmal 15 Euro Werbung in eigener Sache, Freunde. Ganz, ganz nice, heute am Abend. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, bevor ich darauf eingehe, ob ich mein Geld wieder zurückgekriegt habe, wie man das Ganze erkennen kann. Wenn ihr teure Displays kauft, teure Displays sind für mich schon so ein 300-Euro, 400-Euro-Display, ist für mich schon sehr, sehr teuer, meiner Meinung nach, weil ich nicht so im Kartengame drin bin. Das heutige am Abend kostet mehrere Tausend, das wir da öffnen, ist aber original. Und das ist der erste Punkt. Wenn ihr das kauft, holt das bei zertifizierten Händlern, die einen großen Kartenshop haben, die Kontakte haben, wie zum Beispiel Buddy Cards, nur als Beispiel, oder Llama Cards, oder einfach große Kartenhändler, wo ihr euch hundertprozentig sicher sein könnt, dass das Ding nicht gefälscht ist. Und warum habe ich das Ganze gekauft? Ich dachte mir, okay, die zwei sind ungefähr auf eBay, wenn man es billig verkauft, miteinander 800 wert. Ich habe 450 bezahlt, ich dachte mir, okay, ein paar Karten habe ich noch dazu gekriegt. Das ist eigentlich ein Deal, der passt. Und was mich noch zum Kauf bewegt hat, derjenige, der mir es verkauft hat, hat PayPal-Käuferschutz angenommen. Und ich dachte mir, hey, ich habe ein paar Bilder gekriegt, konnte man nicht so gut erkennen. Eins war sogar noch sealed, wie gesagt, da war ein Seal rundherum und eins war offen. Beim Offenen ist auch wieder so, könnte abgewogen werden und so weiter. Das ist immer schwierig, aber ich dachte mir, der Preis passt so, dass es meiner Meinung nach kein Fake ist, aber mit Käuferschutz kann ich das Ganze kaufen. Und der, der mir es verkauft hat, wusste es auch wirklich selbst nicht, weil sonst hätte er den Käuferschutz nicht angenommen. Der erste Tipp ist, kauft die Dinger nur bei zertifizierten Händlern, nicht auf eBay Kleinanzeigen. Und wenn eins geöffnet ist, solltet ihr schon ein bisschen stutzig werden. Aber das eine war halt Seal und deswegen dachte ich mir, okay, ist eine coole Geschichte. Und wir können uns das Ganze jetzt mal anschauen. Ich habe beide jetzt geöffnet. Man kennt es auf den ersten Blick, wenn man einen Booster rausnimmt. Die Farben passen überhaupt nicht bei diesem Booster. Und wenn man jetzt so einen Booster öffnet, ich mache nochmal kurz einen auf. Erstmal, und auch die Zacken hier oben, das passt nicht, wenn du jemals so einen Booster in der Hand hattest. Auch beim Öffnen merkst du sofort, das stimmt irgendwas nicht, wenn du öfter in deinem Leben Booster geöffnet hast. Karten sind verkehrt herum drinnen und ist immer ein Hit. Also ich kann es euch jetzt hier ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt noch einen nehme, zum Beispiel, ist das genau gleich wieder. Eine ist verkehrt herum und ist immer der Hit. Da weißt du sofort, da ist Abfahrt, Freunde, da ist Abfahrt. Und nicht nur das natürlich, ihr könnt die Farbe des Boosters anschauen, ihr könnt schauen, okay, das ist auch viel zu grob gemacht hier, meiner Meinung nach, die haben, glaube ich, gar keine Zacken. Und wenn du eine Originalkarte hast, nur als Beispiel, kannst du diese als Vergleich verwenden. Und wenn ich jetzt hier so eine gefakte hinhalte, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera kennt, es ist viel zu dunkel, fühlt sich auch ganz anders an, wenn man sich beide anschaut. Hier die Originale, hier die gefakte, also man merkt es natürlich dann, wenn man es da hat, sofort. Was könnt ihr jetzt machen, Freunde, wenn ihr so Displays kauft? Wie gesagt, ich würde es nur noch bei zertifizierten Händlern kaufen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wenn ihr sagt, hey, ich habe für die Kleinanzeigen einen geilen Deal, wie kannst du dich schützen? Nimm unbedingt PayPal-Käuferschutz. Und das war halt so mein Ding, wo ich gesagt habe, hey, die müssen ja original sein. Warum sollte mir ein Betrüger Displays verkaufen und dann PayPal-Käuferschutz akzeptieren? Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Grund, um zu kaufen. Ich habe mein Geld jetzt wieder zurückbekommen. Derjenige, der mir es verkauft hat, hat mir hundertprozentig versichert, er wusste es selbst nicht. Und das glaube ich ihm auch aufgrund des PayPal-Käuferschutzes. Deswegen, die Punkte, die ihr beachten sollt, wenn ihr sowas kauft, wie gesagt, der PayPal-Käuferschutz macht nichts mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung, dann ist euer Geld weg, wenn derjenige das gezielt macht. Der mir es verkauft hat, hat es nicht gezielt gemacht. Aber es gibt halt auch in diesem Game so viel schwarze Schafe und das ist einfach so sad, weil ich hätte mich wirklich gefreut. Und der Preis hat ja auch gestimmt. Wenn jetzt so ein Display für 50 angeboten wird, was bei eBay 500 kostet, dann macht mich das ja schon stutzig. Aber der Preis ist jetzt so, es war ein Schnapper, safe, aber ich habe öfter in meinem Leben schon so Schnapper gemacht, wo es gepasst hat. Und der Käuferschutz dann auch noch.
Also ja, ich bin drauf reingefallen. Ich schäme mich jetzt nicht dafür. Ich bin jetzt nicht so gut in diesem Kartengame drinnen. Ich will es euch einfach nur mitgeben, euch sensibilisieren für diese ganze Geschichte, dass es hier sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt. Ihr müsst euch vorstellen, derjenige kauft so ein Display, also nicht der, der mir es verkauft hat, sondern der es ihm verkauft hat wahrscheinlich, tauscht die Booster aus, resealt das Ganze. Das ist eigentlich gewerbsmäßiger Betrug meiner Meinung nach. Und man sollte das definitiv der Polizei melden. Dadurch, dass ich mir sicher bin, dass der, der es mir verkauft hat, mich nicht bescheißen wollte, sondern einfach selbst reingefallen ist, kann ich das natürlich nicht machen. Diese Karten sollten nicht mehr in den Umlauf kommen. Er hat auch gesagt, ich kann die behalten, ich soll die zerstören oder Kinder geben. Und das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Wenn die dann irgendwann mal erwachsen sind, dann kommen die wieder in den Umlauf. Und deswegen werde ich die hinten einfach markieren mit einem Strich. Und dann werde ich es demjenigen schenken, dass seine Kids ein bisschen was zu spielen haben. Hinten mache ich bei jedem einen Strich drauf. Dann gibt es keine Probleme. Weil keiner kauft mit einem Edding beschmierte Karten dann, weißt du, was ich meine? Aber die sollten natürlich nicht mehr in den Umlauf kommen, die müssten eigentlich zerstört werden. Ist halt scheiße gelaufen für mich. Ich hätte mich übelst gefreut. Das nächste Problem war halt einfach, ich hätte mich schon auf diese Show so übelst gefreut. Und dann kann ich es nicht machen, weil die alle gefälscht sind. Das war wirklich ein Schlag ins Gesicht so einigermaßen. Aber ja, was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Und die Kriterien habt ihr jetzt ja mitbekommen, man merkt es halt sofort. Am besten, du nimmst dir eine Vergleichskarte, wenn du dir nicht sicher bist, dann frag jemanden, der sich da gut auskennt, schick da Bilder rüber oder telefonier mit dem oder fahr bei einem Kartenladen vorbei, die können dir das sofort sagen, wenn du drauf reinfällst, wie gesagt, Käuferschutz. Oder wenn du wirklich überwiesen hast, dann musst du zur Polizei gehen, bei der Bank anrufen, solche Dinge machen, weil mit diesen Dingen kannst du nichts machen. Und wenn du es als Händler wieder verkaufst, dann machst du dich ja selbst natürlich strafbar, auch wenn du es vielleicht selbst nicht wusstest, weil du es vielleicht jetzt denkst, okay, die sind alle original, aber es sind so viele Kriterien, dass immer Karten falsch drin liegen, dass der Booster einfach nicht die Farbe hat, dass hier oben das nicht passt, dass die verkehrt herum in diesem Display drin sind. Schade. Aber es gibt ein positives, Freunde. Heute um 18 Uhr gibt es bei Bootycard einen fetten Boxbreak mit einem sehr, 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 sehr teuren Display, das natürlich original ist, zertifizierter Händler. Und da bin ich eingeladen. Ich werde heute hinfahren. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon am Weg dorthin. Wir werden das fette Display öffnen auf Whatnot. Ich habe euch unten den Link hingepackt. Da könnt ihr euch nochmal 15 Euro gratis sichern, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Ist nur Werbung in eigener Sache. Aber ich will euch einfach mitgeben, Freunde. Lasst euch nicht bescheißen. Es ist wirklich traurig, dass es sowas gibt. Und ich will euch einfach mit diesem Video einfach nur mal darauf hinweisen. Hätte ich so ein Video vorher gesehen, hätte ich es nicht gekauft wahrscheinlich. Aber ja, man wird immer schlauer. Ich schäme mich jetzt nicht dafür. Ich will euch einfach was Gutes tun mit diesem Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute um 18 Uhr vorbeikommt. Da öffnen wir wirklich ein Vintage-Display. Es wird einfach richtig, richtig gut. Es gibt einen Aftermovie dann auch noch. Ich werde die ganze Fahrt filmen und so weiter. Werde ich auch hier hochladen. Und ansonsten, ja, war es das mit diesem klitzekleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Konnte euch weiterhelfen, konnte euch ein bisschen sensibilisieren. Es ist nicht immer alles Gold, das glänzt. Denkt ein paar Mal mehr nach, hätte ich auch machen sollen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Aber der Käuferschutz hat mich halt dazu bewegt, das zu kaufen. Weil ich mir dachte, wieso soll der Käuferschutz nehmen, wenn es fake ist? So, weißt du, was ich meine? Ja, war trotzdem fake, Freunde. Leider. Jo, in diesem Sinne, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns heute um 18 Uhr. Link ist unten von der Show. Und auch der Anmelde-Link, sollte noch nicht registriert sein, 15 Euro einfach gratis. Nimmt man mit, kostet euch nichts. Einfach for free. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Passt auf euch auf, lasst euch nicht bescheißen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.